Revelio. Danke für Ihre Hartnäckigkeit und Raffinesse. Ich habe Pierce konfrontiert und er hat sofort gestanden. Dieser alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Ich sage ja immer, Reisen erweitert... Revelio. Gibt noch circa, glaube ich, 2 Geheimnisse in Hogwarts, die wir noch nicht gefunden haben. Adelaide Oaks? Ich habe deine Eule erhalten. Ja, ich bin Adelaide Oaks. Oh je. Weißt du, mein Onkel Roland ist Metallhändler und hat regen Umgang mit den Kobolden. Für gewöhnlich schickt er mir auf seinen Geschäftsreisen jede Woche eine Eule. Im letzten Brief hat er Geschäfte mit den radikalen Kobolden erwähnt. Renrocks Anhänger. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt. Nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Als sie hörte, dass ich ihn suchen wollte, verbot sie mir, das Gelände zu verlassen. Sie ist überzeugt, dass er zurechtkommt. Aber solange ich nicht weiß, ob es ihm gut geht, kann ich mich gar nicht konzentrieren. Ich... Könntest du für mich nachsehen? Soweit ich weiß, bist du ja fast so abenteuerlustig wie Onkel Roland. Du stehst deinem Onkel sehr nahe, oder? Ja. Meine Mutter starb bei meiner Geburt und meinen Vater habe ich mit 5 verloren. Onkel Roland hat sich um mich gekümmert, solange ich denken kann. Er weiß, dass ich mir Sorgen mache, wenn er auf Reisen ist. Deshalb schickt er mir so viele Eulen, damit ich weiß, dass es ihm gut geht. Macht dein Onkel häufig Geschäfte mit Kobolden? Ja, schon lange. Er spricht sogar Koboldogak. Was? Aber Renrocks Bande hat er erst vor kurzem erwähnt. Er meinte, die Galeonen seien das Risiko wert. Er tut all das für mich. Umhänge, Zubehör. Hogwarts kostet schon eine Stange Galeonen. Und Onkel Roland hat einen eher anspruchsvollen Geschmack. Er hat über die Jahre so viel für mich geopfert. Ich habe ihm versprochen, dass ich mich nach dem Abschluss um ihn kümmern werde. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Oh, Onkel Roland, was ist dir nur zugestoßen? Verlassen. Warte. Nur in dem verbotenen Wald. Kann ich ja mit die beiden hier auch noch mal Spiel machen. Wenn ich schon mal da bin, dann hole ich mir das noch und das. Hoffentlich geht es Adelaides Onkel Roland gut.
Sie klang sehr besorgt. Adelaide zufolge ist das Lager ihres Onkels vermutlich bei Brockboro, am Fluss vorbei. Revelio! Hoffentlich habe ich irgendwann meine eigene Eule. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ach, das ist das. Ich will Aphodelen im Gewächs. Da wird jemand... Protego! Redocto! Du wagtest, meine Leute zu töten? Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Ich treffe auch mal welche, die unter meinem Level sind. Sonst habe ich immer welche getroffen, die genau mein Level waren. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Reparo. Merlins kriegen mich nicht klein. Das war hier irgendwie. Seid ihr noch fit oder seid ihr schon mal eingeschlafen? Tierwesen. Niffler. Komm in meine Tasche. Das glaubt Professor Howen nie. Revelio. Soll er noch selber kämpfen? Bei so einem Umhang ist es kein Wunder, dass die Mädchen anfangen zu schmachten. Totalus.
Schade, dass das niemand gesehen hat. Alohomora. Die Nippler verstecken sich. Oh, meine Tasche hat ein Loch. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Ein gelbes. Revelio. Mr. Oaks Lager ist? Revelio. Benrocks Anhänger. Oh, direkt voraus. Wen haben wir denn hier? Noch einen Menschen? Wer ist da? Oh, bist leise. Ich kämpfe, bevor du geboren wurdest. Du kannst uns nicht aufhalten. Dein Name ist daneben. Endlich aus. War das schon alles? Platz hier. Doch. Nicht ganz. Sendo. Herauszufinden, was hier passiert ist. Revelio. Confringo. Sieht interessant aus. Revelio. Was suche ich eigentlich? Revelio. Da
Da liegt was. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Hi, Crow. Rangrocks Bande hat sich mit einem Treffen nur einverstanden erklärt, aber der Gedanke daran erfüllt mich mit Unruhe. Sie teilten mir ihre Forderungen mit und gerieten in Wut, als ich Fragen stellte. Ich habe lauschen können, wie sie über ihren Plan in Koboldugak sprachen. Sie sind hinter seltenen Metallen her, die zum Bohren verwendet werden können. Ich will sie auf keinen Fall weiter verärgern. Sie wirken ziemlich reizbar. Und dieses Geschäft ist von höchster Bedeutung für mich. Vielleicht können wir zu einer Einigung gelangen. Vielleicht. Roland Oaks. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Ich hoffe, du hast dir das selbst gemerkt. Obwohl, nee, das ist so eine Schatzkarte, ne? Da muss ich mir wahrscheinlich selbst den Reim rausmachen. Ach nö. Das wird schwierig. Ich kann mir doch sowas nicht... Revelio. Oh. Hast du einen Moment? Ich passe auf dich auf. Nein, falscher. Arresto Momento. Komm rein da. Jetzt ist alles gut. Oh ja, das macht wirklich mega Bock. Revelio. Flippendo. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Flipendo! Revelio. Das richtig zu flippen ist ein bisschen schwierig. Von der Seite flippen. Flippendo. Thank you.
Revelio. Wo war denn jetzt der? Ah. Nein, was? Wahrscheinlich brauchen wir mehr Holz, wenn wir nicht erfrieren wollen. Du hast mich in Hogwarts gefunden. Ja, mich gibt es in diesem Spiel sehr, sehr oft namentliche Erwähnungen als der Kraken. Na dann mal, hier ist eine Höhle. Oh, ich kann nicht landen. Ach, scheiß auf die Höhle. Tentacula ist ein entfernter Verwandter von mir. Er wohnt in Transsilvanien. In einem Schloss. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Froschgehege. Habe ich noch Platz in der Tasche? Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Accio, Arresto Momento. Schon, ich will doch nur helfen. Hier leben. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Revelio. Arresto Momento. Ich glaube, Professor Howen nie. Revelio. Ach du Heilige, nein.
sehe die ganzen Frösche und ich weiß, was auf mich zukommt. Confringo. Das wird lustig. Revelio. Das wäre gelöst. Oh. Französische Küche, wow. Ah, ja, mein Tag, manchmal möchte ich dich einfach nur schlagen. Weil du es verdienst. Revelio. Verkaufen wir mal unsere Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Lachen oder so. Unsere Tierwesen. Hallo, bewegen Sie sich nicht so schnell. Wenn man sich an einer Diricol-Feder sticht, tut das weh. Hallo. Ah, willkommen bei Schnabel und Brut. Ich bin Ellie Peck. Und nein, ich habe keine Abraxaner-Haare mehr. Hat alles ein Händler in Otteries and Catchball gekauft. Musste es sogar persönlich liefern. Hat ihn nicht gejuckt, dass ich den Laden schließen musste. Anscheinend hatte er mal ein ziemlich schlechtes Erlebnis mit einer Lieferung von Wampushaaren. Muss ein amerikanischer Verkäufer gewesen sein. Hier gibt es ja gar keine. Wie auch immer. Was brauchen Sie? Mondkalbfell? Diricol-Federn? Ich habe immer Mühe, sie zu sammeln, weil dieser Vogel ständig wieder verschwindet. Freches Ding. Früher hatten wir auch die Recalls im Laden. Aber die Kunden verlangten immer wieder ihr Geld zurück, wenn sie nach Hause kamen und die Viecher nirgends zu sehen waren. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr ärgerlich ist. Da gibt es Schlimmeres. Die meisten Anbieter von Fupa-Federn könnten genauso gut im St. Mungo leben. Kein Wunder. Der Schrei dieser Dinger. Oh, aber so herrliches Gefieder. Dafür lohnt es sich fast verrückt zu werden. Das Ganze scheint mir nicht ganz ungefährlich. Das können Sie alle laut sagen. Früher hielten wir Tierwesen selbst. Das Geschäft lief super. Aber das Murren meiner Eltern ging mir auf den Geist. Nicht meine Schuld, wenn sich wer einen Knieselfloh einfängt. Sie hätten sie hören sollen. Guck mal, Dark, dein Nein, Freund. Nur noch Nebenprodukte.
Aber ich muss sicherstellen, dass die Tierwesen gut versorgt werden. Bei manchen Interessenten kann man das nicht garantieren. Schauen Sie sich ruhig um. Das Angebot ändert sich ständig und nicht nur, weil dauernd was verschwindet. Am besten schauen Sie vorbei, bevor bestimmte Waren ausgehen. Was früher auch buchstäblich der Fall war. Danke, das werde ich. Gerne. Nehmen Sie sich ruhig Zeit. Und danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Es war mir ein Vergnügen. Was verkaufen Sie hier? Welche Tierwesen-Nebenprodukte möchten Sie denn gern erwerben? Ich habe nichts dagegen, für gewisse Kunden was zu verkaufen. Kommen Sie gerne wieder. Männlichen sind die mit dem Horn, alles klar. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen.